Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den Valtra A-Series an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von den Moddern Lanin Poika, Farmer 99 und Mr. Mansion, wenn man es so richtig ausspricht. Gibt es den PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One, findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann Kompakttraktoren. Wir haben das gute Stück Valtra A-Series, 100 PS Standard angegebene Leistung, 150 Liter Diesel, 21 Liter AdBlue, 40 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für 66.736 Euro in der Anschaffung, 3.403 Euro im Leasing. Ihr habt drei Farbkonfigblöcke, Felgenfarbe, Hauptfarbe, Designfarbe. Ja, dabei gibt es diverse Farben. Felgenfarbe sollte klar sein. Die Hauptfarbe sollte dementsprechend hier auch mit klar sein. Ihr seht, ihr habt sehr schöne Farben mit dabei. Teilweise auch Metallic und Chromverschnitte. Also alles, was euer Herz in dem Falle mit begehrt. Und die pinke Designfarbe, in dem Falle werden wir gleich sehen, hängt mit denen. Sag schon, Frontladeranbau zusammen. Ansonsten habt ihr eine Konfiguration, Reifenhersteller, Reifenvariante, Kotflügel, Dachträger, Motorausführung, Frontladeranbau und Rundumleuchten. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konfigblöcke. Konfiguration gibt es einmal Standard, dann gibt es einmal 240 Kilo, 560 Kilo Frontgewicht. Dann haben wir einmal Fronthydraulik ohne PTU und einmal eine Fronthydraulik mit PTU. Dann haben wir Reifenhersteller standardisiert Trelleborg mit der Reifenvariante Standard. Danach gibt es Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten sowie eine Pflegebereifung. Bei Nukian haben wir einmal Standard und Kommunal sowie Missing Configuration haben wir nicht gesehen, sprich hier ist ein kleiner Fehler drin. Ansonsten wiederum Standard. Michelin gibt es Standard, Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Ja, Kotflügel gibt es einmal Standard und hinten Kotflügelverbreiterung in mehreren Ausführungen. Also wir haben einmal so. Dann haben wir einmal Kotflügelverbreiterung 1, 2 bzw. hoch und 3. Ne? Sodass ihr, wenn ihr hinten halt Zwillingsbereifung drauf habt, ne, dass ihr das halt besser anpassen könnt. Ansonsten gibt es einmal Dachträger, einmal Standard, also entweder ja oder nein. Dann gibt es die Motorausführung A47, A84, A94 und A104 sowie A104 Hightech 4. A114, A114 Hightech 4, A124, A134 und dann wieder A147, 74 so rum. So, dann haben wir 75, 85, 95, 100 PS, auch bei den Hightech ändert sich in dem Falle nichts, 110 PS und 120 sowie 130 PS an Leistung. Soweit so klar, ihr seht im Endeffekt hier drin, ändert sich dann jeweils, was ihr, wenn ihr da was umstellt, ne? Da wird was hinzugefügt oder dementsprechend nicht hinzugefügt, je nachdem, ob ihr die Hightech-Variante habt oder dementsprechend nicht. Frontladeranbau gibt es nein, eine Stoll, eine Alu oder eine Hauerkonsole. Und hier kommt jetzt auch das Pinke zum Vorschein, da halt dementsprechend die Designfarbe. Ansonsten Rundumleuchte einmal Standard, Rundumleuchte links, Rundumleuchte rechts oder Rundumleuchte beidseitig. Schauen wir uns das gute Stück in dem Sinne hier an. Valtra, ne, steht hier so wunderschön da. Vorne das V-Logo dementsprechend auch mit dabei. Wir haben jetzt hier Fronthydraulik mit PTU dabei. Die normalen Fortleuchten, Arbeitsleuchten nach vorne, eine ganze Menge. Ja, inklusive Blinker und Co. Seht ihr alles dabei. Wir haben jetzt hier diesen Dachaufträger mit drauf genommen. Panoramadach, Rundumleuchten links und rechts ebenfalls dazu konfiguriert. An der jeweiligen Motorausführung seht ihr jetzt an den Tickets erstmal keine Veränderung. Hinten Bremslichter, Blinker, Arbeitsleuchten nach hinten, vier ganze Stück in dem Falle und halt hier die üblichen Anschlüsse. Frontladerkonsole haben wir in dem Falle weggelassen. Ansonsten haben wir hier noch Trelleborg-Bereifung, standardisiert 380, 85 R28 vorne und 460, 85 R38 hinten. So, schauen wir uns das gute Stück an hier. Wir haben Valtra als Name vorne am Lenkrad mit drauf, lässt sich bewegen. Wir haben links, rechts Spiegel inklusive einen Rückspiegel. Die sind soweit auch alle in ihrer Form. Aus dem Dach kann man auch rausschauen, glitscht auch nichts daher. Ansonsten Armaturen kann man vorne ohne Probleme erkennen. Wir haben jetzt dieses, nicht dieses Hightech-Feature. Ihr seht, wir haben hier noch diesen Hebel da mit dabei. Jo, ansonsten hier noch ein Sitz mit Valtra, Reservesitz. Ja, sieht eigentlich soweit alles ganz schnigge aus. Ja, wüsste ich jetzt nicht, was man kurz dagegen sagen sollte. Das passt. Hören wir uns mal den Sound an. Können wir in dem Sinne kurz halten, Standard-Sound aus dem 19er, aber ihr wisst ja, why not, lieber so als irgendwas komisches.
Thema Funktionalität, ihr seht, wir haben eine Hand am Lenkrad, die andere Hand hier an den Joystick. Ihr seht, mit dem Beinchen wird gearbeitet, das ist alles schnieke. Ansonsten gibt es ja auch weitere Animationen, ihr seht es von den Ganghebel her und gut, das haut soweit alles hin. Der Joystick selber, sofern ihr einen Frontlader habt, hat dann dementsprechend auch Bewegung. Spiegel funktionieren, ob nur links, rechts oder halt in der Mitte. Mit dem Spiegelmod könnt ihr das Ganze natürlich noch einstellen. Armaturen sind vorne dementsprechend auch mit animiert, wie ihr seht. Wir gehen mal ein Stückchen näher ran, dass ihr hier was sehen könnt. Ja. Auch wenn sich das eher auf die, naja, Umdrehung halt beruht. Ihr seht noch hier vorwärts, rückwärts, das haben wir noch. Wenn ich Blinker hier mit anmache, tut sich in dem Fall erstmal nichts. An Icons, die vorne mit, hoppala, mit aufleuchten. Wenn wir jetzt einmal hier in die Nacht reingehen, zack, wenn ich das separat Licht anschalte, seht ihr, werden noch einzelne Elemente hier mit beleuchtet. Das ist soweit nett. Ansonsten, Blinker sind im Außenbereich mit vorhanden, vorne sowie hinten, reflektieren soweit auch. Wir haben Rundumleuchten, sofern konfiguriert, die reflektieren auch. Ansonsten, normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht, könnt ihr separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren, klappt auch alles ohne Probleme. Hupe. Jo, ganz nett, mal was anderes. Gibt es irgendwelche Spielereien? Jo, Simple IC haben wir zwar nicht, aber wir können einiges über die Maussteuerung machen. Mittlere Maustaste gedrückt halten, nach links und rechts, öffnet ihr hier rechts die Beifahrertür. Das geht sehr, sehr einfach von der Hand, wohl bemerkt, ne? Also sehr, sehr locker. Beide Maustasten gedrückt halten, einmal nach links und rechts könnt ihr hier die Fahrertür öffnen und schließen. Und beide Maustasten gedrückt halten, könnt ihr hinten das Heckfenster, die Heckscheibe öffnen und schließen. Ne? Ich Fettfinger hier plus Grad, deswegen geht das beides, ne? Wenn ihr das sauber macht, geht es nur einzeln. Jo, ansonsten 43 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, die erreichen wir ohne Probleme. Fahrphysik ist auch mehr als angenehm. Ja, ich glaube, ihr werdet nichts Positiveres oder Negativeres feststellen im Vergleich zum normalen Fahren. Hm, soweit, so klar. So, hauen wir hinten einfach mal einen Fluch dran. Ich weiß, der ist ein bisschen zu dolly, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Nehmen wir hier noch ein Mähwerk mit dazu. Sehr gut. Dann sind wir nicht gegen den Baum gefahren. Frontlader könnt ihr die Standarddinger aus dem LS nutzen oder modded oder. Das funktioniert alles ohne Probleme. Bordsteinkanten, ja, funktioniert. Wie gesagt, haben jetzt nicht die größte Geschwindigkeit hier mit drauf. Immer ein bisschen aufpassen. Hauen wir einmal das Mähwerk vorne hier mit dran. Und einmal hinten den Flug, vielleicht gleicht das Gewicht hier aus. Ja, geht so. Wunderbar. Ihr seht, dynamische Kabelschläuche. Alles ohne Probleme, geht auch bis ganz nach unten. Vorne Zapfenanschluss oder PTU-Anschluss haut soweit auch hin. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Bleibt am Ende des Tages eigentlich nur noch der Lok übrig. Und der Lok ist hier zwar ein bisschen voller, aber sauber. Was das angeht, könnt ihr es euch also bedenkenlos downloaden. Nun, an sich ein schöner Valtra, wenn noch die Missing Config da im Shop, wenn da ein Eintrag da noch gefixt werden würde, dann wäre es doch eigentlich sogar ohne irgendwelche Probleme. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski.